Hallo Freunde des Videos, willkommen auf meinem Kanal. Heute haben wir auf dem Programm Konstanz am Bodensee oder wie die Einheimischen sagen, Konstanz am Bodensee. Die Schweizer Gelassenheit scheint sich auch hier am Bodensee durchgesetzt zu haben, denn soweit wir mit dem Wohnmobil unterwegs sind, gehen die anderen Verkehrsteilnehmer sehr entspannt mit uns um. Das Hotel ist leider nur als Rechtsabbieger zu erreichen, aber kein Problem. Gut, dann lasst uns mal eintauchen in die Stadt und schauen wir mal, was sie uns zu bieten hat. Jetzt drehen wir mal den Uhrzeiger um einige Stunden vor und gehen aufs Wasser. Vor uns die leicht bekleidete Imperia und interessant ist, was sie in den Händen hält. In ihrer rechten Hand trägt sie den König, in ihrer linken den Papst. Recht schnell wurden die Getränke serviert und die anfangs verhaltene Freude der Passagiere wuchs dann doch an. Alsbald wurde das Buffet freigegeben und Meersburg kam in Sicht. Und jetzt springen wir noch einmal nach Konstanz am Bodensee zurück. Nein, alles gut. Zugegriffen hatte ich nicht.
Und hier haben wir den Blick nach Osten, dorthin, wo eben noch der doppelte Regenbogen stand. Und hier der Blick nach Südwesten, ein herrlicher Sonnenuntergang. Wenn auch der Konstanzer Bahnhof nicht sonderlich schön aussieht, wird er doch durch die bunte, durchaus kritische Kunst sehenswert. Die Sonne hat sich nunmehr hinterm Horizont versteckt und der Bodensee wirkt geheimnisvoll. Wir kehren noch einmal zum Tageslicht zurück und schauen uns Konstanz an. Mit dem obersten Stockwerk und der Fassadenmalerei fertiggestellt. Jetzt wird's windig, ja? Ja. Die Schiffstour neigt sich dem Ende zu und die Hafeneinfahrt ist passiert. Ja, und das war's dann. Unsere Tischnachbarn, Ortrud und ich selbst verlassen in guter Stimmung das Schiff und begeben uns in Richtung Hotel. Vielleicht setzen wir uns noch gemütlich zusammen. Und so verabschieden wir uns vom Kahn der fröhlichen Leute, von der Imperia und vom Konzilsgebäude.